Hallihallo, Minecraft-Freunde, willkommen zu einer weiteren Runde Sky Factory 2. Ich hatte beschlossen, dass ich mich mal so ein bisschen mehr auf die Videos vorbereite. Das hatte ich letztes Video schon gemacht. Und das kam richtig gut an. Also ich hatte mega gutes Feedback. Darum habe ich das jetzt auch wieder gemacht. Ich habe mein Inventar geöffnet. Und ich habe dieses Mal hier wieder ein paar coole Sachen. Und zwar, wieder was vorbereitet. Also einmal habt ihr gesehen, ein paar mehr Ender-Lilies, ein paar mehr Ender-Perlen. Jetzt hat man es wieder gesehen. Und zwar habe ich hier wieder Lootbags geöffnet und da kamen ein paar raus. Also die Felder sind fast voll. Hier drinnen sammelt sich das schon. Aber es ist ja eigentlich nur so Deko und eine kleine Nebenproduktion. Und ansonsten habe ich hier unten was vorbereitet. Ihr seht hier schon Stromkabel. Ich habe hier komplett drunter so ein Stromkabelgitter gelegt und bereits die Harvester auf die Felder platziert, beziehungsweise in die Felder platziert. Hier unten überall funktioniert schon und bereits Updates gecraftet für diese. Die Bronze-Updates, die machen, dass sie einen Radius von 5 haben, also hier 1, 2, 3, 4, 5, damit sie das ganze Feld abernten können. Das heißt, jetzt fehlen für mich nur noch die Harvester. Und die Harvester platziere ich jetzt mal. Warte, wie komme ich jetzt hier dran? So. Genau. So, das muss ich mal, wenn ich irgendwie ganz viel Langeweile habe, mit den Zäunen noch ein bisschen anders machen. Die ganze Plattform ein bisschen noch umrücken und vielleicht baue ich auch mal so einen Glaskasten oder sowas drüber. Denn das Problem ist, dass wir momentan, dass die Wege, die ich momentan gebaut habe, zu klein sind, um da lang zu laufen. Denn ich habe hier drüben, an diesem Feld habe ich das System schon mal ausprobiert mit den Harvestern und da braucht man halt so einen Harvester und eine Kiste dahinter. Und ja, das ist halt jetzt nicht so günstig zum drüberlaufen. Jetzt haben wir hier die Harvester gleich platziert und dann kann ich gleich das erste einfach mal ausprobieren mit Iron Seeds. Hier der letzte Harvester, jetzt muss ich überall durchgehen, so ein Update reinpacken und wenn ich wieder vorne bin, dann sind wir fertig mit den Harvestern und dann kann ich das einfach mal probieren. Hier noch einen rein. Da und jetzt die letzten zwei. Das Schwert ist cool. Übrigens, mit dem Schwert will ich jetzt auch gleich mal was machen. Aber, warte, Beheading hat es schon. Okay, also es hat schon Köpfen. Und dann werde ich nämlich gleich mal in den Nether gehen. Und ein paar Wither-Skelette farmen, damit wir dann den Wither töten können. So, jetzt erstmal hier 4 Stacks davon. Boah, das könnte ich eigentlich eher langsam mal craften. Und jetzt tue ich einfach mal die Iron Seeds in das Feld hier ganz hinten in den Harvester rein. Und dann seht ihr, beginnt er hier Reihe um Reihe komplett durchzupflanzen. Immer so block, 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 block. So, und jetzt gieße ich einfach mal mit der Gießkanne ein bisschen, damit ihr auch den Harvester seht, wie er funktioniert. Der wirft dann die ganzen Sachen, die ihr erntet, hinten raus. Das heißt, deswegen kommt da die Kiste hin. Also dann kann sie auch einfach in die Kiste reinwerfen. Und ja, ich warte mal kurz, sollte gleich gewachsen sein. Das Wachs, Wachs, Wachspflanze. Ich will dann mal diese Lilypads machen. Warte mal, wie hießen die? Lili. Hier gab es noch irgendwie so ein magisches, hier, Leaping Lily Pad. Olo. Oh. Witchery. Oder, ach nee, das war das. Okay. Fertility Essence. Ich würde sagen, von dem Zoll können wir uns sogar was machen. Außer Schleimperlen. Schleimperlen haben wir gar nicht. Das heißt, wir müssten da unten mal, jetzt sind welche gewachsen, gut. Wir müssten mal irgendwo da unten auf Höhe 40 oder sowas eine Schleimfarm bauen, eine kleine, nur dass da Schleime spawnen können und dann ein paar Schleime töten. So, jetzt warte ich kurz, bis die Eisenteile abgeerntet werden. Der geht jetzt natürlich auch wieder Block für Block durch. Also man kann jetzt nicht so genau sehen, wo der gerade ist, wenn er nichts erntet. Ah doch, jetzt sieht man es, jetzt geht er hier durch. Jetzt kommt er gleich hier an, genau. Jetzt kommt er gleich hier an. Und hier hinten wirft er dann einfach die geernteten Sachen aus. Und das eigentliche, was man jetzt machen muss, ist eine Kiste platzieren und die auffangen. Nee,
das zu automatisieren, dass die Seeds wieder zurückkommen. Und ich baue jetzt mal ganz schnell diese Kiste hier weg, nach da drüben. Und dann produzieren wir mal schon mal so ein kleines bisschen was an Eisen nebenbei. Und in der nächsten Folge werde ich das automatisieren, aber jetzt gehen wir erstmal in den Nether. Brauche ich wieder Obsidian und dann muss ich mal ein Feuerzeug machen. Also Obsidian ist hier, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe mich natürlich verzählt, wie auch immer ich das geschafft habe. Dann muss hier irgendwo Eisen sein. Nicht. Dann hier. So, ein Eisen. Und Flint sollten wir noch zu Genüge irgendwo rumliegen haben. Ja, zum Beispiel. Okay, dann haben wir jetzt hier ein Feuerzeug. Und dann baue ich mir einfach mal ein schönes Nether-Portal. Hier so. Gut. Anzünden das Ganze. Und dann sollte ich Building-Blöcke mitnehmen, glaube ich mal. So ein bisschen. Ich habe total miese Rüstung. Ich habe Angst, dass ich jetzt einfach sterbe. Oder ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einfach sterbe. Ach, egal. Ich gehe einfach mit bestem Equipment rein. Passiert irgendwas? Also, bei mir steht gerade Minecraft keine Rückmeldung. Ich glaube, das ist nicht gut. Okay, GG, also ich sehe nichts. Ich stelle mal ganz kurz die Sichtweite nach oben. Vielleicht rendert es dann noch irgendwas. Aber wir bräuchten irgendwas, wo Monster spawnen können. Und zwar so irgendwas wie eine Festung. Tja. Ich würde sagen, ich baue mich einfach mal ein bisschen hier lang. Das da unten sieht aber irgendwie auch schon ziemlich böse aus. Wisst ihr, ich habe eine andere Idee. Wir machen was anderes. Ich gehe wieder zurück. Wir brauchen irgendwas zum Fliegen. Was nimmt man am besten, wenn man fliegen will? Einen. Ach, jetzt hängt sich Minecraft wieder auf. Genau, jetzt geht's wieder. So, was nimmt man am besten, wenn man fliegen will? Eine Jetpack. Jetpack. Oha, okay. Was ist denn das? Creative Jetpack. Okay. Da braucht man Lead und Copper und Eisen und ganz viel anderes Zeug. 25.000, 2 Millionen, 10 Millionen. Ja gut. Eigentlich wollte ich da jetzt nicht so viel Zeit reinstecken. Electrical Steel, davon habe ich, glaube ich, was. Oh Gott, das ist so... Bleh. Ja, komm, ich probiere es einfach mal. Ich nehme ein ganzes Lied. Oh. Ja, gut. Bitte sag mir, dass ich hier noch irgendwo Lied habe. Ah, okay. Meine Rettung. Und dann, natürlich brauche ich wieder Redstone. Und Eisen nehme ich auch mal mit. Dann gucken wir mal, ob das schon reicht. So, das ist der Leadstone. Und, okay. Beginnen wir mit diesem Teil hier unten. Dafür brauchen wir dann... Ah, Gott. Gott, Gott, Gott. So. Also, Leadstone, hier das. Dann mache ich mir einfach mal davon ein paar. Denn dafür werde ich bestimmt was brauchen. So. Als nächstes dann. Glas brauche ich noch. Copper. Mache ich mir einfach auch mal 6 Stück. So. Jetzt brauche ich noch Glas. Glas habe ich zum Glück irgendwann mal hier durchgeschmolzen. Also das ist kein Problem. So. Und. Was ist denn das?
Okay. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich habe es einfach mal gemacht. Oh, ich habe mich verzählt. Egal. Ah, seht ihr, dann braucht man schon das erste Mal wieder mehr. Und zwar... Hey, was war das denn für ein Material? Ach, Mann. Diese verzweigten Crafting-Rezepte. Hier. Leadstone. Und jetzt das. Nein, hä? Leadstone, das, das, das. Silber. Okay, also nochmal Silber holen. Puh, totale Crafting-Folge. Ich habe noch nie Silber gebraucht. Ich muss mal suchen. Silber. Ah, okay, da ist ein bisschen was. So, jetzt hier Jetpack. Boah, sind das krasse Rezepte. Hallo? Gehst du noch Minecraft? Ja, gut. Dieses Teil. Und dann das und das. Boah, das ist so krass verzweigt. Zwei Stück. Und dann so. Dann haben wir den ersten. Oh, verdammt, ich habe nur die Hälfte von allem, was ich brauche. Das heißt, also ich muss noch mal ein paar Copper Gears machen. Ich denke mal, davon brauche ich natürlich auch wieder mehr, aber ja. So, davon habe ich noch eins, oder? Nee. Ach, daran hat es gefehlt. Okay. Nein. Hier. Für dieses Teil das. So. Also jetzt nochmal. Boah, das ist so nervig. Nochmal so ein Teil. Und jetzt habe ich mich wieder um eins vertan. Warum geht das jetzt nicht? Was fehlt da wieder? Das Teil habe ich. Ach so, ne, doch, stimmt. Hier, davon brauche ich doch noch eine zweite. Genau, jetzt kann ich dieses Teil wieder machen. Nicht. Hä? Das kann ich doch machen. Shift-Linksklick. Okay, dann kann ich das halt nicht machen. So ein Redstone-Teil. Dann das nach da, nach da, nach da. Wie ging es weiter? Copper Gear. Glas. Ach, Copper Gear fehlt. Okay. Also wieder Copper Gear. Ich mache jetzt einfach mal jede Menge Copper Gears. Und jetzt solltest du es einfach reinlegen. Einfach reinlegen. Genau. So, als nächstes fehlt. Oh, verdammt. Wir haben keinen. Scheitert also am Leder. Ja, gut. Dann ist die Sache mit dem Jetpack auch erstmal geklärt. Wir haben zwar ein paar Sachen für ein Jetpack vorbereiten können, aber mehr als vorbereiten dann auch nicht. Also packe ich die Sachen einfach mal hier rein. Und dann machen wir etwas anderes. Wurde auch schon oft geschrieben. Und zwar eine Kuhweide praktisch, oder eine Tierweide, wo dann wunderschöne Tiere spawnen können. Hier hinten hole ich mir nochmal wieder ein bisschen Zombiefleisch. Na gut, kam jetzt nicht so viel zusammen. Und pack das hier rein in die Kiste, damit es schön zur Erde werden kann. Dann nehme ich mir ein paar Stone Bricks und baue mal so einen kleinen Weg. Bis gleich. Okay, dann habe ich jetzt das hier gemacht. Jetzt brauche ich noch meine Grassiedz hier. Den Weg, den werde ich offline dann mal schöner bauen. Vielleicht mache ich auch noch was Hübsches mit dem Nether-Portal. Bei mir leckt es wieder Gras. Lol, was denn das? Ein Obsidian-Bumerang. Pff, habe ich noch nie von gehört. Und jetzt brauche ich meine Grassies. Genau, hier. Und die platziere ich jetzt einfach mal dort vorne. Und warte, bis das so ein bisschen voll Gras gewachsen ist. Habe ich ja irgendwie ganz am Anfang bekommen. Platziere ich so ein bisschen durcheinander. Und dann warte ich einfach nochmal kurz, bis das gewachsen ist. Vielleicht verteile ich dann zwischendurch nochmal so ein bisschen Erde von dort hinten oder sowas mit nach hier. Naja, auf jeden Fall mache ich kurz den Schnitt. Bis gleich. Okay, ich habe jetzt hier so eine hübsche kleine Fläche voll mit Gras.
Da können leider Monster spawnen, das muss ich noch abändern. Hey, das ist ja eine coole Sicht. Ansonsten, das sieht ja richtig nice aus. Ansonsten gehe ich jetzt nochmal hinter, da sollten noch ein paar kleine Erdblöcke drin sein, die ich mir nehmen kann. Und es sind 3 Stück drin. Es sind einfach nur 3 Stück drin. Boah. Okay, das ist echt schlimm. Ich müsste mich mal wieder AFK hier hinstellen an die Farm. Und so ein bisschen was an Zombiefleisch nehmen. Warte, okay. Zombiefleisch bekommen und das dann kompostieren. Denn wir brauchen echt wieder ein bisschen Erde. So, ansonsten hier, das ist die Fläche. Fackeln drauf platzieren. Ach komm, ich platziere jetzt einfach so Fackeln. Brauche ich jetzt kein super Lichtsystem. Und da sollten jetzt Tiere drauf spawnen. Also stelle ich mich einfach mal 25 Blöcke weit von da entfernt. Und warte eine kleine Weile ab. Naja gut, da jetzt eh Nacht geworden ist und so weiter, mache ich mal was, was ich eigentlich schon hätte längst machen müssen. Und zwar ein Bett. Irgendwie leckt es gerade ein bisschen. Okay, jetzt geht's. Was ist eigentlich das? Sugarcane? Potato? Melone? Okay. Ich habe hier, ups. Strings. 1, 2, 3. Von den Wolle-Teilen. Und dann mache ich mir ein hübsches Bett. Irgendwie so in Folge 25 crafte ich mir dann das erste Mal ein Bett, in das ich mich dann wunderschön reinlegen kann. Das erste Mal in diesem Projekt kann ich schlafen. Und da bin ich wach und es sind immer noch keine Kühe gespawnt. Ich weiß nicht, ob ich was falsch mache, aber ich mache das einfach in der nächsten Folge weiter. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn hoffentlich Kühe spawnen. Bis denne. Ciao, ciao.